Kreativität ausleben, sich immer wieder neu inspirieren lassen, mit Freude basteln, wann immer einem danach ist. Was für uns im Alltag ganz selbstverständlich erscheint, ist für die Insassen der JVA Straubing nicht ganz so leicht umzusetzen. Umso erstaunlicher ist das Ergebnis, das alljährlich bei der Freizeitausstellung der Straubinger Strafgefangenen herauskommt. Wir sind ein Ausstellungsteam mit 4 Beamten und 6 Gefangenen, die in dieser Zeit eng zusammenrücken und das Ganze auf die Beine stellen. Er hat alles schon ausprobiert. Vom historischen Modellschiff über Ölmalerei bis hin zur Keramik. Seit über 30 Jahren sitzt Günther K. hinter Gittern, mittlerweile in der Sicherungsverwahrung. Schon früh hat er mit dem Basteln von Modellschiffen begonnen. So wurde der Alltag im Gefängnis für ihn erträglich. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, weil es hier in der JVA ablenkt. Ich kann ein wenig Geld verdienen, kann mal Schulden bezahlen, die ich noch habe. Und wie gesagt, ich habe eine sinnvolle Beschäftigung für mich. Also es gibt sicher Leute, denen das draußen Spaß macht, so ein Modell zu haben. Das mache ich halt. So kommen Jahr für Jahr über 1000 selbst gebastelte, gemalte oder genähte Objekte zusammen. Von den 800 Insassen der JVA Straubing beteiligen sich mittlerweile knapp 250 Hobbybastler an der alljährlichen Ausstellung. Trotz zunehmender Hobbyaktivisten, die Sicherheit hat nach wie vor oberste Priorität. Es ist weiterhin möglich, dass man halt allen Angeboten im Bastelbereich nachgeht, also zum Beispiel im Schnitzen, wo man halt Schnitzmesser braucht. Wir haben da diese Übereinkunft jetzt mit den Metallkisten, wo die gefährlichen Werkzeuge eingesperrt werden. Und praktisch, wenn der Gefangene im Haftraum eingesperrt wird, wird die Kiste aufgesperrt. Und wenn er morgens wieder dem Gefangenen aufgesperrt wird, wird die Kiste wieder zugesperrt. Das, glaube ich, ist eine Lösung, mit der man zufrieden sein kann. Selbstverständlich ist während der öffentlichen Ausstellung an diesem Wochenende kein Strafgefangener anwesend. Nichtsdestotrotz profitieren die Hobbykünstler vom Verkauf ihrer Werke. Sie verkaufen etwas, da haben sie auch Einnahmen. Wobei man hier vielleicht schon erwähnen muss, die Gefangenen müssen schon die Gegenstände, die Werkzeuge, Materialien selber bezahlen, bekommen dann von ihrem Preis, wenn sie etwas verkaufen, 90%, 10% der Ausstellungskosten werden einbehalten. Neben dem finanziellen Aspekt für die Häftlinge geht es darüber hinaus um soziale Kontakte. Es gibt Hubermeier Müller, der hat eine gute Idee oder sieht, aber, oh, das gefällt mir, wie hast du das gemacht? Es wird ausgetauscht untereinander. Es gibt aber auch die andere Seite, dass der eine sagt, ich will dir gar nicht zeigen, wie ich das mache. Gibt es auch. Die gemeinsame Umsetzung der Freizeitausstellung in der JVA Straubing fördert aber auch die Beziehung zwischen Vollzugsbeamten und Insassen. Der Abstand wird sicherlich kürzer, wobei natürlich keine Kumpelhaftigkeit eintreten wird, sondern man wird den Gefangenen halt besser kennenlernen und halt schon wissen, wo sind seine Schwächen, wo sind seine Stärken. Wer sich von der Kreativität der Straubinger Gefängnisinsassen mit eigenen Augen überzeugen will, kann der 60. Freizeitausstellung an diesem Wochenende jeweils von 12 bis 17 Uhr einen Besuch abstatten.